Brüder und Schwestern in Christus, jeder von euch weiß sicher, was in diesen Tagen in Frankreich geschehen ist, was geschieht. Für heute ist ein großer Marsch geplant. Und es ist eine berechtigte Frage, wie wir mit dem Ganzen umgehen sollen. Es betrifft uns zwar nicht direkt, aber es schwebt immer die Angst, vielleicht könnte es auch bei uns irgendwann so sein. Wie soll man mit dieser Angst umgehen? Wie soll man weiterleben, als ob es nichts gewesen wäre, oder doch müssen wir etwas in unserem Leben ändern? Im Jahr 2011 hat unser Bischof, Kardinal Schönborn, einen Hirtenbrief geschrieben, der ist sehr wichtig für die Diözese geworden, auch wenn vielleicht ihn nicht alle gelesen haben. Er schreibt darüber sehr vieles, über die Veränderungen, die auf uns zukommen. Und unter anderem streicht er heraus oder erklärt noch einmal, was der Unterschied zwischen dem Weihepriestertum und dem gemeinsamen Priestertum aller Getauften ist. Und man kann darüber lange theologische Abhandlungen schreiben, lesen, aber er hat es wirklich auf den Punkt gebracht. In seinen Augen ist das Weihepriestertum ein Dienst am Volk Gottes und das gemeinsame Priestertum aller Getauften ist ein Dienst dieses Volkes Gottes an der Welt. Das ist ziemlich einfach und ich muss sagen, für mich ziemlich einleuchtend. Was können wir unternehmen, damit Dinge wie in Frankreich nicht geschehen? Was können wir unternehmen, wenn so etwas geschieht? Das sind die Fragen, die ich mir selber heute stelle und vielleicht auch so einige von euch. Und ich glaube, dass wir die Antworten in der Schrift finden können. Das haben wir in der ersten Lesung gehört, dass wir den Herrn suchen sollen, solange er sich finden lässt. Dass wir ihn rufen sollen, solange er nahe ist. Er ist unser Gott. Wir sollen auf seine Gedanken hören, sie in unserem Leben suchen, sein Wort vernehmen, dieses Wort suchen. Und Jesaja ist ein bisschen blauäugig, könnte man sagen, weil er schreibt es so, als ob es ausreichen würde, auf dieses Wort Gottes zu hören. Dann wird alles gut. Ein bisschen naiv. Aber ich habe es auch anders erlebt, dass das, was Jesaja heute verkündet, wahr sein kann. Jede Zeile von dem, was wir gehört haben. Wir waren mit Rufino und zwei anderen Mitbrüdern jetzt diese Woche in Augsburg auf der Mehrkonferenz, ein ökumenisches Treffen für Gebetshäuser aus ganz Europa. Und da gab es vor allem Lobpreis und Vorträge, die einem ein bisschen weiterbringen sollen im geistlichen Leben. Der Lobpreis war das Wichtigste. Und der letzte Abend, bevor diese Konferenz zu Ende ging, ist ein freikirchlicher Pastor gekommen. Er hat am Nachmittag eine Konferenz gehalten. Ist, muss ich sagen, nicht wirklich meine Art, wenn man eine Stunde lang angeschrien wird. Aber die Inhalte waren wirklich tiefgehend. Man soll sich nie davon irritieren lassen, wie das Wort Gottes verkündet wird, sondern auf dieses Wort hören. Auf jeden Fall ist er dann am Abend gekommen. Wir wollten gerade in den Lobpreis anstimmen, weil der sollte dann bis zur Mitternacht gehen. Und hat erzählt, was er erlebt hat. Er ist in den Dom in Augsburg gegangen, also ein freikirchlicher Amerikaner. Da hat der Übersetzer gleich nachgefragt, du bist gegangen, ein Army ist gegangen, du bist nicht gefahren, haben alle gelacht. Auf jeden Fall hat er dann erzählt, was er dort erlebt hat. Er ist da reingegangen in diesen Dom und hat da irgendwelche Jugendliche gesehen, die einfach da waren. Dann ist er den Kreuzweg gegangen, die Stationen, die in jeder katholischen Kirche hier oder dort aufgehängt sind, schöner oder weniger schön, sie sind meistens da.
Und er hat diesen Weg des Herrn betrachtet, in dieser Domkirche, in der Kathedrale in Augsburg. Dann haben die Jugendlichen in den Lobpreis angestimmt. Er hat nur Bahnhof verstanden, also Deutsch kann er nicht. Er hat nur Jesus gehört. Jesus, Jesus haben sie gesungen. Sie haben einfach so angefangen zu singen in der Kirche. Und dann hat er gesagt, also ihm sind die Tränen gekommen, weil er hat gesagt, Gott, mache mein Herz weich. Er hat dann sozusagen ein Bekenntnis vor Gott abgelegt, dass er als Protestant sein Herz sehr oft hart hält. Er will sich nicht darauf einlassen, was Gott ihm zeigt. Also vor allem, wenn es um die Einheit der Kirche geht. Das ist eine übliche Haltung bei sehr vielen evangelischen Christen. Nicht, dass sie uns irgendwie nicht wohlgesonnen sind, aber da ist eine gewisse Herzenshärte. Und er hat dann gebeten, alle, die in der Halle waren, das waren mehr als 4000 Leute, muss man sich auch vorstellen, hat er gebeten, dass jetzt die Protestanten sich melden, die auch so etwas in sich spüren, diese Härte, die er auch selber erlebt. Und er hat die Katholiken gebeten, die in der Halle waren, dass sie zu den Protestanten gehen, ihnen die Hände auflegen und für sie beten um ein weiches Herz. Und das haben wir gemacht. Dann hat der Leiter des Gebetshauses in Augsburg, er ist ein Katholik, der diese ganze Konferenz vorbereitet hat, hat gesagt, aber ich möchte auch etwas sagen, weil wir Katholiken sehr oft stolz und hochmutig sind. Wir denken uns immer, die armen Evangelischen, die haben ja nichts, die haben nur das Wort Gottes, naja, und das war's eigentlich. Die armen Protestanten, wir haben ja alles, wir sind so toll. Und er hat dann gesagt, die Katholiken in der Halle eingeladen, sich zu melden, die auch sowas spüren, dass vielleicht dieser Weg zur Einheit dadurch, durch diesen Hochmut, durch diesen Stolz verschlossen wird. Und hat die Protestanten in der Halle gebeten, dass sie jetzt zu den Katholiken gehen, die es wollen, sie wünschen, ihnen die Hände auflegen und für sie beten um Demut. Ich muss euch sagen, das war für mich ein Erlebnis ohnegleichen. Wir haben gebetet und dann haben wir den Lobpreis angestimmt. Ich war schon müde, bin nach Hause gegangen, ganz schnell, aber ich habe gesehen, was da los wird. Da hat man die Kirche erlebt, wie sie wirklich ist. Die eine Kirche Jesu Christi. Und Johannes Hartl, das ist dieser Leiter des Gebetshauses, hat auch gesagt, er hat keine Ahnung, wie diese Einheit überhaupt möglich ist. Er weiß es nicht, weil es gibt theologische Fragen, sakramentale Fragen, disziplinäre Fragen. Er hat keine Ahnung. Aber er weiß, was möglich ist, dass wir miteinander Gott preisen, ihn anbeten, ihm dafür danken, dass wir da sind, als seine Kirche in dieser Welt. Und da hat sich auch etwas in Bewegung gesetzt, weil die Leute, die da waren, auf das gehört haben, was Gott zu ihnen in dieser Stunde gesprochen hat. Diese Freikirchler, Alan Hood heißt er, ist wirklich wertvoll, sich seine Predigten auch anzuhören. Macht nicht, dass er nicht katholisch ist. Er seid's, ihr wisst, was man da aussortieren soll. Aber das, was er verkündet, wie er verkündet, ist wirklich einfach überwältigend. Er hat sich darauf eingelassen, dass der Herr zu ihm in der Kathedrale zu Augsburg gesprochen hat, sein Herz berührt hat. Und der Johannes Hart hat sich von seinem Zeugnis berühren lassen. Von diesem Zeugnis, das aufs Herzen kam, wie Gott in seinem Herzen wirkt, dieses Freikirchlers, und hat ihn dann auch zu Umkehr und Buße bewogen. Ich sag euch, es ist möglich, was Jesaja schreibt, dass das Wort Gottes, nur das gehörte Wort Gottes, das Leben verändert, grundlegend. Und ich weiß jetzt eines, ich habe immer Bedenken gehabt wegen der Ökumene, habe sie immer noch. Ich habe auch keine Ahnung, wie das gehen soll.
Aber ich weiß jetzt, was möglich ist. Ich weiß, dass der Herr uns dazu ruft, dass wir als die eine Kirche auftreten, für ihn, für seine Sache, dass das Reich Gottes hier und jetzt verkündet wird. Und wir dürfen uns das vor allem in Europa, im Anbetracht dessen, was in Frankreich geschieht, was auf dem Mittelmeer geschieht, wo Leute einfach ersaufen, wir dürfen nicht wegschauen. Wir müssen uns von dem Wort, das Gott zu uns spricht, tagtäglich berühren lassen. Und das heißt, das, was du am Sonntag hier von Gott bekommst, an Wort, am Sakrament, trage es raus in die Welt. Behalte es nicht für dich. Du darfst es nicht für dich behalten. Er beschenkt dich sowieso mehr, als du je im Leben brauchen kannst. Warum du das machen sollst? Aufgrund dessen, was unser Bischof Kardinal Schönborn geschrieben hat, über das gemeinsame Priestertum aller Getauften. Wir sind alle dafür da, einen Dienst an dieser Welt zu verrichten. Nicht nur, um am Sonntag in die Kirche zu gehen oder an einem Wochentag, wenn du Zeit hast. Nicht nur, um die Bibel zu studieren und zu beten, um umzukehren und viele fromme Dinge zu machen. Sie sind oft Ausrede für uns. Vor allem für die, die wirklich das am kirchlichen Leben teilnehmen. Das ist eine oft Ausrede für uns, dass wir nicht mehr tun. Weil wir machen schon so einiges. Und das ist gut so. Das will ich nicht schlecht reden. Dass du hier bist, ist einfach Spitze. Aber das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang. Weil wir haben es im Evangelium gehört, in dem ersten Johannesbrief. Wie soll das Zeugnis abgelegt werden? Wer legt dieses Zeugnis ab? Der Geist Gottes, der dein Herz berühren will. Das Wasser, du bist getauft. Du bist dafür getauft, dass du einen Dienst an dieser Welt tust. Ich auch. Und durch das Blut, wie Johannes schreibt. Und das Blut, es muss nicht immer das Martyrium sein. Das ist die Mühe, die du auf dich nimmst, im Einsatz für das Reich Gottes. Und glaub mir, wenn du dich darauf einlässt, auf diese Stimme Gottes, auf den Geist Gottes, der zu dir spricht, durch die Schriften, in deinem Herzen, durch Menschen, denen du begegnest. Wenn du dich darauf einlässt, dass deine Taufe dir etwas, die Vollmacht gibt, einen Dienst an dieser Welt zu tun, dann wirst du auch ein Blutzeugnis ablegen können. Also ein Zeugnis, wo du deine Kräfte, wo du dein Geld oder sonst etwas, was du besitzt, für sein Reich einsetzt. Und du wirst Wunder erleben, dass evangelische Freikirchler, Katholiken gemeinsam beten können, dass sie gemeinsam etwas in dieser Welt bewegen können, dass sie die Europäische Union gestalten können. Wir weisen von uns diese Verantwortung sehr oft ab, was in Brüssel geschieht. Schimpfen kann man über sie ganz einfach, aber frag dich selbst, was tue ich dafür, dass es besser wird, dass dieses Europa diese christliche Wurzel nicht verliert? Du kannst dafür beten, das ist eine sehr wichtige Sache und Gebet kann sehr viel bewegen. Das haben wir auch in Augsburg gehört. Ich lade euch dazu ein, wer die Möglichkeit hat, auf YouTube reinzuschauen, Gebetshaus 2015 reinschreiben. Da gibt es alle Katechesen von Johannes Hartl und den Gästen. Ist wirklich interessant. Schaut es euch an, was der Geist Gottes in uns bewirken kann, wozu wir fähig sind, wozu wir berufen sind, zum Dienst an dieser konkreten Welt.